Mannes vorgezeichnet. Mohammed kommt am 21. August 63 als ältester Sohn von König Hassan II. Zur Welt. Sein Leben ist geprägt von strenger Disziplin und Gehorsam gegenüber dem Vater. Der König will, dass der kleine Prinz möglichst viel lernt. Und meint damit nicht nur Learning by Doing. Für den Kronprinzen ist das Beste gerade gut genug. Die renommiertesten Lehrer des Landes sollen den Thronfolger auf sein Amt vorbereiten. Den 11 besten Schülern Marokkos wird die Ehre zuteil, mit Mohammed die Schulbank drücken zu dürfen. König Hassan persönlich übernimmt die Auswahl. Der ganze familiäre Hintergrund und wir selbst wurden 6 Monate lang beobachtet und überwacht. Tag und Nacht, um herauszufinden, wen wir trafen, wer uns kontaktierte, wie wir uns verhielten. Ob mit uns alles seine Ordnung hatte. Von Montag bis Samstag leben die Schüler innerhalb der Palastmauern. Unter strengsten Bedingungen. 64 Stunden Unterricht pro Woche sind die Regel. Wir waren von der Außenwelt abgeschnitten. Kein Telefon, keine Briefe, kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitungen. Wir mussten lernen, lernen, lernen. Sonst nichts. Mohammed soll keine Privilegien erfahren, befiehlt der König. Der Prinz weiß schon als Junge, was auf ihn zukommt. Für mehrere Millionen Menschen verantwortlich zu sein, das ist schon ein Wahnsinn. Das ist ein echt harter Job. Der Mann, der jeden Winkel von Marokko kontrolliert, kontrolliert auch jedes Detail in Mohammeds Schule. Die Noten, die Betten, das Essen. Nichts entgeht dem scharfen Blick seiner Majestät. Schon früh muss sich der Kronprinz beweisen. Man kann davon ausgehen, dass er ein sehr autoritärer Vater gewesen ist. Er ist bestimmt durch diesen erdrückenden, sehr strengen und wahrscheinlich auch unduldsamen Vater sehr belastet gewesen. Wirkte zuerst bei seinen ersten Auftritten, also noch Kronprinz, war richtig eingeschüchtert. Der Kronprinz in offizieller Mission. Hier bei einer Autorallye Paris-Dakar für Anfänger. Mohammed will vor allem eines, dem Vater gefallen. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn war sehr liebevoll, aber doch vertraulich. In der Öffentlichkeit blieben sie auf Distanz. Hinter den Palastmauern entwickeln sich Freundschaften fürs Leben. Alle Klassenkameraden werden dem König später im engsten Beraterkreis dienen. Alle, außer Karim Ramzi. Er geht einen ganz anderen Weg. Er wird Fotograf. Die meisten Fotos, die ich von Mohammed gemacht habe, wurden im königlichen Palast aufgenommen. In aller Ruhe, in seiner Privatsphäre. Ich fotografierte nicht den Kronprinzen, ich fotografierte Mohammed, so wie er ist. Ich denke, dass man auf diesen Fotos viel Sensibilität sieht. Eine große Zurückhaltung, eine große Aufrichtigkeit in seinem Blick.